Die Welt verschuldet sich in der Krise und alle spekulieren jetzt über unsere zukünftige Wirtschaftslage. Vom V-Szenario bis zum U-Szenario. Einige sprechen von düsteren Zeiten, andere sprechen wiederum vom Aufschwung. Aber wodurch eigentlich? Eines ist klar: Wir brauchen nach dieser Krise Wirtschaftswachstum. Deshalb hoffen viele auf eine Digitalisierungswelle. Diese ist ja bekanntermaßen die Jahre zuvor ausgeblieben und das Coronavirus wirkt jetzt wie ein Brennglas auf die fehlende Digitalisierung in unserem Land. Quo vadis Digitalisierung? Und genau darüber wollen wir heute mit IT-Unternehmer Ulrich Engelhardt reden. Uli, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du? Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu Wort zu kommen. Ulrich Engelhardt, ich bin studierter Mathematiker, habe 1987 beginnend mit Softwareentwicklung ein IT-Unternehmen, die SAE Informationstechnologie AG, gegründet. Bin seitdem als Unternehmer unterwegs, war bis 2003 bei der SAE aktiv, dann später auch im Konzernumfeld und jetzt als Investor, Business Angel, auch hauptsächlich im IT-Umfeld aktiv. Das heißt, du bist, sage ich mal, schon lange im IT-Business. Kann man das so? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das sich mal überlegt, 1987, wir hatten gerade vorhin mal einen Termin, da ist tatsächlich die Covid-19-Krise nicht die erste Krise, die man erlebt hat. Also es gab da mal irgendwann in den 90ern einen großen Streik in der Metallindustrie. Das war unsere erste Krise. Was dann jeder noch ein bisschen mitbekommen hat, war die Dotcom-Blase. Die Jahrtausendwende, die man mitbekommen hat. Dann gab es eben 2009 die Finanzkrise. Also alle Krisen habe ich als Unternehmer schon erlebt und in irgendeiner Art und Weise bewältigt. Insofern ist das jetzt keine so extreme Ausnahme wie der Covid-19-Krise, auch wenn natürlich jede Krise so seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt. Das ist doch mal ein guter Einstieg, denn darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Wir erleben ja so aktuell eine epochale Verschiebung. Firmen wie Zoom haben mehr Wert als ganze Fluggesellschaften. Und es scheint ja so zu sein, dass gerade die IT-Branche, insbesondere die großen Player, ich sag mal, gut davon gekommen sind. Du als IT-Unternehmer, wie beurteilst du eigentlich so die Stimmung in der IT-Branche? Blickt man jetzt, wie du sagst, hoffnungsvoll auf die Zukunft oder befürchtet man, also volkswirtschaftlich gesprochen, dass alle ihr Geld jetzt irgendwie beisammenhalten und dieser deflationäre Schock weiter anhält? Ja, das ist in der Tat wirklich eine sehr interessante Fragestellung, weil es ist ziemlich vielschichtig aus meiner Beobachtung. Es gibt natürlich auf der einen Seite die Krisengewinner in der IT, ganz besonders eben die von dir genannten, also auch eine Teamviewer in Deutschland oder eine Zoom, die Großen, die eben global aktiv sind sowieso. Es gibt natürlich auch Krisengewinner in anderen Branchen. Pharma hat man da jetzt momentan ja auch solche Effekte. Auch eine Konsumgüterindustrie sieht ja gar nicht so schlecht aus. Lebensmittelhandel sieht nicht schlecht aus. Also es gibt ohne weiteres Teilbranchen, die sich relativ gut halten. In der IT ist es ähnlich. Also es gibt Bereiche in der IT, die funktionieren gut, wenn man jetzt auch mal die Dienstleistungen anschaut. Aber es gibt doch eben auch in der IT eine ganze Menge Firmen und Bereiche, die unter der Krise leiden. Und so von den Zahlen her, die ich bekommen habe, scheint es also wirklich so zu sein, dass auch in der IT-Branche ein sehr, sehr großer Prozentsatz der Firmen so stark leidet, dass sie sich eben für Kurzarbeit entschieden haben und tatsächlich relativ massiv reagieren müssen. Das ist für eine Branche, die eigentlich die ganze Zeit so erfolgsverwöhnt war, schon ziemlich ungewöhnlich. Ja, um vielleicht nochmal das Thema Corona so ein bisschen aufzugreifen. Ich frage mich ja persönlich immer, hätte man die Krise wirklich besser im Griff gehabt, wenn man, ja ich sag mal, digitaler unterwegs gewesen wäre? Ja gut, die Frage ist immer, was ist jetzt wirklich digital möglich, sinnvoll und machbar? Ich meine, es gibt auch immer sehr viele Mythen, ja, und Südkorea war da ja immer genannt am Anfang. Ja. Ist jetzt gar nicht mehr so das Beispiel. Man hört jetzt eben oft von Singapur, wie die mit der App vorgehen und da gibt es eben auch große Skepsis, weil der Erfolg eben dann doch nicht so ist, wie man das am Anfang gedacht hat. Also je genauer man hinguckt,
desto mehr zeigt sich, dass ja so eine Digitalisierung jetzt im unmittelbaren Umfeld der Pandemiebekämpfung doch ihre Grenzen hat, insbesondere dann, wenn man gewisse freiheitliche Prinzipien nicht aufgeben will. Ja, in China ist es natürlich unter Umständen was anderes. Da ist eh schon klar, dass es über Staatsscoring sehr massive Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte gibt. In anderen Ländern auch, aber da muss man eben überlegen, will man eher autoritäre Systeme haben? Also Türkei zum Beispiel gibt es eine App, die tatsächlich verpflichtend ist. Das ist jetzt in Europa oder im europäischen Umfeld die einzige, die wirklich verpflichtend angeboten wird. Aber bei den anderen Dingen wird ja auch darüber diskutiert, wie genau ist wirklich die Verfolgung mit Bluetooth, wie groß ist die Fehleranfälligkeit, was wird wirklich mit den Daten gemacht. Also ich bin da eher skeptisch, auch aus persönlicher Überzeugung, muss ich ehrlich sagen. Jetzt können wir mal auf Deutschland schauen. Was ist eigentlich los? Wieso haben wir in Deutschland keine funktionierende App? Das wollte ich eigentlich schon immer mal fragen. Ja, gut, es ist natürlich so, dass die Geschichte von Gesundheitssystem und Digitalisierung in Deutschland schon sehr lang ist. Also ich erinnere nur zum Beispiel an das Thema elektronische Patientenakte, ja, Gematik. Das ist ja ein Thema, das läuft schon seit fast 20 Jahren. Das System ist halt sehr, sehr stark von Beharrungsvermögen geprägt. Also die einzelnen Player in diesem System tun sich halt sehr, sehr schwer mit Digitalisierung, insbesondere natürlich auch in Verbindung mit Datenschutz. Von daher auch die Digitalisierung eigentlich sehr, sehr rückständig. Also wenn ich mir nur anschaue, dass Meldewege im Gesundheitsbereich über die Gesundheitsämter auch heute noch mit Fax laufen, ja, dann will ich ja gar nicht über eine App nachdenken. Also da ist halt einfach in der Vergangenheit wenig passiert, ist auch wenig Bereitschaft zu Veränderung. Da müsste man tatsächlich mal an ganz, ganz einfachen und an ganz, ganz grundlegenden Dingen beginnen. Und das ist halt einfach nicht passiert und letztendlich leiden wir da irgendwo alle drüber. Also einfaches Beispiel, wenn ich mir die Kurven immer anschaue, die vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht werden und sehe dann immer am Wochenende die zurückgehenden Zahlen und dann steht immer als Erklärung dabei, das liegt daran, dass die Meldewege am Wochenende nicht stattfinden, dann ruft es bei mir komplettes Unverständnis hervor. Ne? Also eine Krise, die solche Auswirkungen hat, wir reden also von Milliarden von Euro Einbußen und von Tausenden Opfern und so weiter, und dass man es da nicht schafft, die Meldesysteme auch übers Wochenende sicherzustellen und das selbst jetzt schon nach 10 Wochen, das ist für mich absolut unverständlich. Gut, okay. Darum soll es ja jetzt nicht gehen. Wir wollen über Digitalisierung reden, weil darüber redet ja zurzeit wirklich jeder. Scheint jetzt natürlich ein wichtiges Thema zu sein. Man hört ja sehr oft, wir müssen in Digitalisierung investieren. Es wird aufgrund der Krise einen Digitalisierungsrun geben. Und das ist jetzt der Digital Turning Point. Also alle schmeißen mit den Anglizismen nur so um sich. Also scheinbar soll sich irgendwas verändern, aber was bedeutet eigentlich dieses Buzzword Digitalisierung? Du als, ich sag mal, erfahrener Digitalisierungs-Enabler, zeig uns doch mal ein paar Szenarien auf, was brauchen oder wollen eigentlich die Kunden? Also fangen wir mal mit relativ einfachen Beispielen an, weil Digitalisierung wird ja teilweise so sehr akademisch betrachtet, aber dass man einen Großteil der Arbeit heutzutage aus dem Homeoffice machen kann, ist ja quasi ein digitaler Prozess. Und dass das möglich ist, zeigt ja, dass in weiten Bereichen tatsächlich die Digitalisierung schon fortgeschritten ist, respektive gewisse Digitalisierungsschritte sehr schnell durchgeführt werden können. Wenn man jetzt einen Schritt weitergeht, dann sieht man ja auch die vorhin genannten großen Gewinner der Krise. Das sind dann Firmen, die auch in der Kommunikation mit ihren Kunden eben schon bevorzugt auf digitale Prozesse setzen. Also da wäre eben im Handel beispielsweise eine Amazon zu nennen, die das perfektioniert hat und die auch ihre klassischen analogen Prozesse, also Beispiel Logistik, eben digital so präzise steuern, dass es eben einfach sehr, sehr zuverlässig funktioniert. Das sind so die Dinge, die eigentlich die ganze Zeit schon funktionieren und die jetzt sicherlich noch mit mehr Druck weiterentwickelt werden. Also nehmen wir mal das Beispiel Handel. Wenn heute ein Handelsunternehmen nicht einen parallel sehr, sehr starken digitalen Kanal zum Kunden aufbauen kann, dann denke ich, hat es in Zukunft sehr, sehr große Probleme zu überleben.
Nur die Multi-Channel-Thematik, die ja auch schon 20 Jahre alt ist, die wird erfolgreich sein. Umgekehrt, man hört es ja auch, denkt ja tatsächlich Amazon darüber nach, Läden zu eröffnen. Also Multi-Channel ist vermutlich im Handel die Zukunft. Wo ich jetzt wenig Sorge habe, ist tatsächlich bei der Industrie, auch bei dem Mittelstand. Klar, die rennen jetzt nicht ganz wild in Richtung Digitalisierung, aber der Grund ist aus meiner Beobachtung eher, dass die sehr wohl unterscheiden können, was bringt was und was bringt nichts. Man muss ja jetzt nicht einfach nur digitalisieren, um zu digitalisieren. Die analysieren schon sehr genau, was bringt tatsächlich einen Mehrwert für die Kunden, für die Lieferanten, für meine gesamte Wertschöpfungskette. Wo ich zugegebenermaßen sehr, sehr skeptisch bin, das ist eben der ganze öffentliche Sektor, öffentliche Verwaltung, E-Government, auch der ganze Bildungssektor. Das sind halt Sektoren, die sind von der Digitalisierung komplett hinterher. Also wenn man sieht, was in Deutschland im Bildungssektor passiert ist, im Rahmen der ganzen Schulschließungen, kann man das eigentlich nur als Bildungskatastrophe bezeichnen. Das zeigt also ganz klipp und klar, dass in diesen Bereichen das Thema Digitalisierung oder auch Automatisierung von Prozessen komplett verschlafen wurde. Also Beispiel, da wird drüber gejammert, dass die Zulassungszahlen runtergehen in Deutschland. Ja, das liegt ja nicht mal nur an der Kaufzurückhaltung, sondern das liegt eben daran, dass ich zum Teil gar keine Fahrzeuge zulassen kann, weil die Zulassungsstellen geschlossen sind. Dass man heute in Deutschland eben noch nicht flächendeckend Autos digital, also sprich über online zulassen kann, das ist die eigentliche Katastrophe und der eigentliche Skandal. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob tatsächlich diese digitale Wendung auch in den öffentlichen Bereichen stattfindet, weil da sind natürlich einige hemmende Faktoren. Das ist zum einen mal der Mindset. Also viele haben da eben ein sehr, sehr großes Beharrungsvermögen. Aber das ist natürlich jetzt auch in Zukunft die finanzielle Seite, weil Digitalisierung gibt es nicht kostenlos. Und wenn ich mal sehe, welche finanziellen Belastungen sich die öffentlichen Hände jetzt aufgebürdet haben, dann ist ja klar, dass die jetzt die nächsten 10, 15 Jahre massiv sparen müssen. Und das ist an sich schon ein Widerspruch. Gehen wir doch mal so ein bisschen in die Strukturen, also zum Thema agiles Arbeiten. Also ich teile da den Eindruck, dass die Strukturen hier in Deutschland noch nicht mit der modernen Arbeitsweise, die man jetzt agiles Arbeiten heutzutage nennt, wirklich durchgeführt wird. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir sprechen hier noch so ein bisschen von dieser Wasserfalltheorie. Das ist dir vielleicht noch bekannt. Ja, klar. Ja, wie wichtig ist denn agiles Arbeiten, auch so mit Blick auf die Zukunft? Im öffentlichen Bereich gibt es auch das berühmte V-Modell, das Vorgehensmodell. Also das war quasi das öffentliche formal festgelegte Modell für Wasserfallprojekte. Da ist es heute noch im großen Teil. Ja, ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, dass man Prozesse, Wertschöpfungsprozesse digitalisiert und damit im Prinzip digital direkt mit dem Kunden kommuniziert, ist natürlich klar, dass man heute die Möglichkeit hat, auf Kundenbedürfnisse sehr, sehr schnell zu reagieren. Und daher kommt ja im Prinzip dieser agile Prozess, dass man sagt, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt einen Online-Shop aufsetze und der ist dann ein Jahr konstant, aber meine Kunden sagen mir nach 2 Wochen schon, hey, ich hätte das da an der Stelle vielleicht lieber so und so und so und dann ist das Ganze viel einfacher. Oder ich kenne Firmen, gerade in dem Bereich, im digitalen Bereich, die analysieren minutiös die Clickstreams auf ihrer Webseite, um rauszukriegen, wo brechen denn irgendwelche Prozesse ab? Also wo hört ein Benutzer auf? Was gibt es da für Hemmnisse, um das dann zu verbessern? Und das Ganze resultiert dann darin, dass eben solche Systeme zum Teil im Wochenrhythmus, zum Teil sogar im Tagesrhythmus verändert werden und da also neue Releases rausgeschickt werden. Man kriegt das ja auch so ein bisschen als Privatbenutzer mit, wie oft kriegt man bei irgendwelchen Apps Updates eingespielt mit neuen Funktionalitäten. Und das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn ich agil entwickle. Das heißt, wenn ich eben nicht versuche, von Anfang an alles zu beschreiben, was so ein System können muss, sondern indem ich eben mit einer kleinen, praktikablen Lösung anfange. In der Startup-Szene heißt das dann Minimum Viable Product. Und dann eben auf Basis dieses Nukleus anhand der Kundenanforderungen mein Thema immer weiterentwickle. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ich relativ schnell am Markt bin und sehr, sehr schnell im Wettbewerb auf Kundenbedarfe reagieren kann. Und wenn man jetzt eben so ein Gegenmodell nimmt, dann hat man relativ schnell die Erkenntnis, wo da die Grenzen liegen. Also ich gehe mal wieder zurück auf das Gesundheitssystem. Also wenn dann da so eine Technik für ein Gesundheitsnetzwerk
designt wurde. Und das Ganze dauert 3 Jahre. Dann gibt es noch eine Ausschreibung von 2 Jahren und dann gibt es eine Realisierung über 5 Jahre. Und dann hat man nach 10 Jahren, wenn man Glück hat, eine Lösung, die aber auf einer Technik resultiert, die 10 Jahre alt ist. Und 10 Jahre heißt in der IT, da hat im Prinzip alles, was technisch mal war, schon zweimal gewechselt. Das heißt, letztendlich kann ich in einer schnelllebigen IT-Welt, auch in der schnelllebigen Welt von Kundenanforderungen so gar nicht mehr vorgehen. Und das ist halt dieses neue Paradigma von der Herangehensweise, dass ich eben versuche, den kleinstmöglichen Nutzen zu definieren, um damit anzufangen. Und mich dann von diesem Kern aus auszubreiten. Und agil heißt eigentlich nichts anderes, als eben immer wieder auf die Anforderungen meiner Stakeholder, meiner Prozessteilnehmer zu reagieren, um meine Digitalisierung, um meine Geschäftsprozesse, um meine Systeme anzupassen. Ich meine, bei Anwälten ist natürlich Ja, das insofern wäre auch jetzt interessant. auch eine Frage von mir. Bei Anwälten ist natürlich auch eine Herausforderung, weil ich meine, so der klassische Anwalt, der macht seinen Projektvertrag. Ne? Das heißt, man hat irgendwann mal das Pflichtenheft und dann gibt es dazu ein Angebot und dann gibt es da irgendwann mal einen Vertrag und der Anwalt macht den Vertrag und dann kann man irgendwie 5 Jahre lang in dem Vertrag lesen, was man eigentlich hätte liefern müssen. Und der Kunde sagt aber schon, noch bevor das Projekt überhaupt startet, ja, aber so wie das in der Spezifikation drin ist, können wir das gar nicht machen. Dann hat man Berge von Changes. Wie gehen denn die Anwälte mit so einem Thema agil um? Das heißt, ein Projekt startet und keiner weiß, wo man landet. Ich glaube, da gibt es, ich würde sagen, verschiedene Facetten. Zum einen haben wir als Juristen oder als Anwälte ein strukturelles Problem, uns mit dieser Arbeitsweise zurechtzufinden, also sich in ein, ich sag mal, agiles Taskgefüge einzufinden, ist für einen Juristen oder Anwalt, ich sag mal, ungewöhnlich. Und zum anderen lieben wir es, sage ich mal, Kontrolle zu haben, die Risiken, soweit es geht, einzudämmen. Und das agile Arbeiten, das will ja frei sein, ne? Der freigeistige ITler. Und der Jurist ist einfach, ich würde nicht sagen risikophob, aber er hegt nun mal Aversion gegen Risiken und versucht die natürlich dann vertraglich einzudämmen. Das kann man aber auch so gestalten, dass man eben nicht zu sehr eingreift und ein Stück weit Kontrolle ein bisschen abgibt. Ich meine, davon lebt ja die agile Idee, dass alles wieder runtergeht auf das Entwicklerteam. Und ich glaube, da gibt es ziemlich viele Methoden. Also man kann zum Beispiel den Zahlungsplan nach Sprints regeln, Zwischen- und Endabnahmen oder eben die Funktionalität oder die Produktvision. Also all das kann man ein wenig konkretisieren, ohne dabei in diesen, ich würde sagen, agilen Regelmechanismus, den man jetzt einfach nur mal akzeptieren muss, zu sehr einzugreifen. Du hast ja auch das Thema MVP, also Minimum Viable Product, was für mich so eine Art Vorprodukt zum Vorzeigen beim Kunden ist, angesprochen. Ich denke, auch da muss sich ein Jurist schnell in diese Produktvision einfinden und die Weiterentwicklung mit dem Entwicklerteam einfach mitdenken, um am Ende eine wirklich valide juristische Empfehlung abzugeben. Also technisches Know-how wird etwas sein, was der Jurist auf jeden Fall sich quasi zulegen muss. Deshalb sieht man jetzt auch, dass viele, viele junge Juristen sich mit den Themen KI, Data Science und so weiter auch auseinandersetzen. Gerade wenn man an Datenschutz denkt, also wenn man nicht versteht, wie Big Data funktioniert oder wie Data Scientists arbeiten, dann kann man auch keine effektive Datenschutzberatung geben. Also technisches Know-how wird etwas sein, was uns Juristen in nächster Zeit auf jeden Fall begleiten wird. Ja. Ja, nee, also das ist sicherlich ein spannender Prozess des sich einander annäherns. Und ich meine, tatsächlich ist es ja so, dass auch wir das Gefühl haben, man findet sowohl auf Kundenseite als auch auf unserer Seite immer wieder Anwälte, die einen bei diesem Prozess tatsächlich unterstützen. Also kreativ, aber das sind dann tatsächlich die Anwälte, die gar nicht so sehr Verträge entwerfen, sondern die wirklich eher beraten. Das ist natürlich auch sehr hilfreich. Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz über das Thema Blockchain mit dir sprechen, weil ich da gehört habe, dass du dich damit auch ein wenig auskennst. Spielt das für dich eine Rolle? Also Blockchain, könnte das auch was sein, was neben Data Science und Das hast künstlicher du. Intelligenz in der Zukunft? Ja, also da muss ich vielleicht ein bisschen anekdotisch ausholen, weil tatsächlich habe ich 2010 bei einem Finanzdienstleister in einem Projekt gearbeitet und ein Projektkollege hat mich da an der Kaffeemaschine dann gefragt, ah, ob ich schon mal was von Bitcoin gehört hätte.
und ich hatte nicht, das ist natürlich immer peinlich, also habe ich mich sofort schlau gemacht. Das Thema fand ich so spannend, dass ich mich bemüßigt sah, mal so einen Mining-Rechner aufzusetzen. Ja. Und war ganz stolz, dass ich das dann hingebracht habe, weil ganz so tief in der Technik bin ich ja auch nicht mehr drin. Und dann habe ich also eine ganze Zeit lang Bitcoins gemined, zu einer Zeit, wo das noch relativ einfach ging, mit wenig Stromaufwand. Tatsächlich ist Blockchain eine sehr interessante Technik, aber es wird auch häufig, würde ich mal sagen, ja, so ein bisschen komplizierter gemacht, als es eigentlich ist. Also eigentlich ist auch mathematisch die Blockchain überhaupt nichts Besonderes. Also das ist eine Datenbank, Ja. die eigentlich ihre Einzigartigkeit dadurch hat, dass es sehr, sehr viele Kopien von dieser Datenbank gibt und dass sie deswegen nicht fälschbar ist. Also das ist so mal die Ur-Blockchain des Bitcoin. Da kann eben keiner irgendwelche Transaktionen fälschen, weil es beliebig viele Kopien von dieser Datenbank gibt und jede Transaktion muss eben von verschiedenen Teilnehmern mit Kopien verifiziert werden. Und erst wenn eine bestimmte Anzahl von Bestätigungen da ist, dann gilt die Transaktion als echt. Und diese Öffentlichkeit der Datenbank, die ist im Prinzip eigentlich das, was besonders ist. Und insofern bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich dann von irgendwelchen Ansätzen höre, wo dann Firma A, Firma B oder irgendeine Behörde eine Blockchain entwickelt. Weil da fehlt eben genau dieser Aspekt der Öffentlichkeit. Und nur die Öffentlichkeit stellt sicher, dass eben keine Fälschungen passieren können. Dass also auch der Betreiber der Blockchain nicht irgendwann mal hinten rum was manipulieren kann, was dann keiner feststellen kann, weil es eben keine anderen Kopien von dieser Datenbank gibt. Also für mich ist es mehr so eine Philosophie, vielleicht am ehesten vergleichbar mit Open Source, wo man ja fast genau den gleichen Ansatz gewählt hat und hat gesagt, eine Software ist nur dann gut, wenn jeder nachvollziehen kann, was sie tut. Und das macht man, indem man eben den Quellcode veröffentlicht und dann kann auch jeder dran entwickeln. Also das ist sehr, sehr nah an dem Blockchain-Thema dran und ich glaube, deswegen überschneidet sich auch die Community zum Teil von diesen beiden Welten. Das heißt also, wenn man jetzt mal auf eine Anwendung kommt, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man tatsächlich jetzt zum Beispiel ein Grundbuch über eine Blockchain macht. Weil bei einem Grundbuch macht es natürlich Sinn, dass dann eben sehr, sehr viele Kopien von dieser Datenbank existieren. Auch so, dass jeder Bürger sich letztendlich so eine Kopie runterladen kann und kann dann eben auch nachschauen, wem gehört Grundstück A, B und C. Insofern gibt es vielleicht dann wieder einen Konflikt mit dem Datenschutz, aber das wären Anwendungen, für die so eine Technik tatsächlich geeignet wäre. So im öffentlichen Bereich könnte ich mir schon vorstellen, dass gerade wenn es um die Beweiskraft geht, viele Dinge die Blockchain am Ende ersetzen könnte. Und da hätten wir am Ende des Tages vielleicht auch eine optimiertere Behörde, Verwaltung. Also der gesamte öffentliche Bereich könnte eigentlich, hatte ich immer, bin ich mal von ausgegangen, davon profitieren. Wie siehst du das? Also gibt es Ja, da auf jeden noch Fall. Also wie gesagt, Anwendungspotenziale? das Problem ist halt, diese Fälschungssicherheit entsteht nur dann, wenn viele Kopien unterwegs sind. Und diese vielen Kopien bedeutet natürlich auch, ich muss die Informationen mit vielen Leuten teilen. Und damit hat man eventuell einen Widerspruch mit dem Thema Datenschutz. Aber bei Daten, die eben geschützt werden können auf die Art und Weise, oder die eben nicht unbedingt besonders schützenswürdig sind, da macht es auf jeden Fall Sinn. Ja, wenn ich aber die Daten jetzt zum Beispiel durch Verschlüsselung schütze, dann hat ja einer, der eine Kopie von dieser Datenbank vorhält, hat nichts davon. Das heißt, der wird die Datenbank dann auch nicht unbedingt vorhalten. Und damit verliert man eben diesen Effekt der vielen Kopien. Also das ist so ein bisschen der Punkt, um den es mir da geht. Aber klar, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Kfz-Zulassung Eben. mit den Kennzeichen, da könnte ich mir auch eine Blockchain-Datenbank vorstellen. Dann kann ich halt unter Umständen da reingucken und kann halt sehen, okay, das Kennzeichen so und so, so und so, das fährt der und der. Ja. Dann sind solche Dinge möglich. Aber in so einem halb vertraulichen Ansatz gibt es eventuell sowas im Notarwesen. Ich glaube, bin da jetzt nicht so firm wie du, aber es gibt ja, glaube ich, so eine Stelle, wo Notare auch irgendwelche Urkunden ablegen können. Also wenn man da jetzt sich vorstellen würde, es gibt so ein Archiv und jeder Notar hat dann quasi eine Kopie dieses Archives, dieser Notar-Blockchain, dann hätte man einen ähnlichen Effekt, ne? Weil dann müsste quasi jemand, der fälschen will, bei allen diesen Kopien fälschen und das ist quasi nicht möglich. Also da könnte man sich sowas dann auch vorstellen in so einem
so einem abgeschlossenen Anwenderumfeld. Ja, also da wird noch einiges, vermute ich, auf uns zukommen, gerade auch im Bereich Smart Contracts. Also das ist wirklich uferlos, das Thema Blockchain. Also gerade insbesondere Juristen scheinen sich für dieses Thema immer mehr zu interessieren. Ja. Und aber klar, der Datenschutz, der steht Ja. eben noch da, bisschen quer. Gerade die Aufsichtsbehörden, die sind einfach nochmal der Meinung, dass bestimmte Rechte, Betroffenenrechte, wie das Recht auf Löschung, ne, the right to be forgotten, Ja. die könnte man in der Blockchain nicht wirklich erfüllen. Nee, Deshalb, tatsächlich. ja, also, Es ist und wenn man es, wenn man es schwierig. anscheinend tut, dann zerstört man irgendwie auch so ein bisschen die Prinzipien der Blockchain. Also so habe ich das immer verstanden. Genau, ja, das ist genau richtig. Also in dem Moment, wo ich jetzt tatsächlich irgendeinen Eintrag auch nur anonymisieren möchte, Ja. muss ich die Blockchain im Prinzip manipulieren und das ist ein Widerspruch gegen die Idee der Blockchain. Also eine Art Blockchain-Blasphemie. Nein, keine Blasphemie, ist einfach ein Verstoß gegen das Prinzip. Also ich meine, nehmen wir ein anderes Beispiel. Es gab ja mal eine Zeit lang diese CDs, die man gebrannt hat zur Datensicherung. Ja? Und ich meine, wenn du eine CD gebrannt hast, dann waren diese Dokumente auf der CD, Punkt. Ja? Und dann hast du entweder die CD weggeworfen oder die Dokumente waren eben drauf. Ja? Das ist bei der Blockchain nicht anders. Ja, gut, um wieder auf den Anfang vielleicht zurückzukommen und den Bogen danach zu schließen. Der IWF hat neulich verlautbart, das ist die größte Krise nach der großen Depression. Welche Rolle kann vielleicht der Staat hierbei spielen, wenn es um die Folgeprobleme hier geht? Sollte es vielleicht auch so eine Art Bazooka für die digitale Wirtschaft geben? Also, du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass unser Finanzminister, Herr Scholz, seine Bazookas rausgefahren hat, sollte es eine digitale Bazooka geben. Ja, mit der Bazooka habe ich immer so meine Schwierigkeit. Gut, also fangen wir mal mit der Digitalindustrie an. Ich glaube, die Digitalindustrie hat tatsächlich noch die geringsten Probleme. Ja, da gibt es natürlich Nachfrageeinbrüche, aber der generelle Trend zur Digitalisierung, der wird bleiben und nach einer Delle wird die IT-Industrie wieder prosperieren. Da habe ich ganz, ganz wenig Zweifel. Ich glaube, da schließen sich auch die ganzen Mitunternehmer und Kollegen, die schließen sich da gerne an. Was ich immer für gefährlich halte, ist tatsächlich den Staat da zu sehr in die Pflicht nehmen zu wollen. Ich meine, man muss immer überlegen, der Staat ist ja kein abstraktes Gebilde und die Einnahmen des Staates fallen auch nicht vom Himmel, sondern der Staat ist letztendlich der Überbau von dem Souverän. Und der Souverän im Staat ist das Volk. Und das Volk bezahlt irgendwo die Steuern. Und der Staat kann letztendlich mit seiner Bazooka nur das abfeuern, was die Steuerzahler, also der Souverän, das Volk, dann irgendwann mal an Steuern bezahlt hat oder in Zukunft an Steuern zahlen muss. Da bin ich halt momentan so ein bisschen skeptisch, weil ich das Gefühl habe, dass mancher Politiker da so ein bisschen das Augenmaß verloren hat. Was ist machbar? Was ist auch sinnvoll? Und ich glaube, dass viele Dinge, die jetzt versprochen werden oder versprochen worden sind, sich als gar nicht machbar herausstellen. Dass man gezwungen sein wird, da wesentlich intelligenter ranzugehen, sich auf Dinge zu fokussieren, die wirklich zukunftsträchtig sind. Mir wird schon ein bisschen schwindlig, wenn man sieht, wo jetzt überall Rettungspakete gepackt werden auf den verschiedensten Ebenen, dass man also neben der deutschen Wirtschaft dann auch noch die EU und die anderen Wirtschaften retten muss. Ich denke, die Krise wäre erst dann eine wirklich schlimme Krise, wenn wir, und das war ja dann auch in der großen Depression nach dem Ersten Weltkrieg das Thema, wenn wir tatsächlich zu einer Finanzierungskrise auf der Staatsebene kommen. Also für mich ist die Lage jetzt nun mal so, dass alle irgendwie Schulden machen und irgendwie ist es auch nicht mehr darstellbar, also für Länder wie Italien und ich meine auch Frankreich, ihre Schulden irgendwie irgendwann mal abzubezahlen. Und wenn wir jetzt in der Phase eben diese Schulden nicht machen würden, dann schauen wir eben in die Röhre, sage ich mal. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir würden jetzt hier was verspielen, wenn wir eventuell beispielsweise eine Bazooka auf E-Learning oder im öffentlichen Bereich, den öffentlichen Bereich zu digitalisieren. Also siehst du da nicht irgendwie eine Notwendigkeit? Ja, unbedingt. Also das ist ja das, was ich meine. Also wenn ich jetzt eine Wahl hätte, 9 Milliarden in eine Lufthansa zu stecken oder 9 Milliarden in unser Bildungssystem, dann wäre meine Entscheidung relativ schnell getroffen. Da
Könnte ich dir eigentlich auch noch mal, ja, doch noch die Frage, die müsste ich dir noch stellen, weil das passt noch ganz gut, das Thema Nearshoring. Also, wenn du sagst, wir müssen mehr in Bildung investieren. Ich meine, so ein Thema wie Nearshoring kommt ja in Deutschland deshalb auf, weil wir scheinbar nicht die Fachkräfte haben, um dieses oder jenes IT-Projekt durchzuführen. Wie siehst du das? Ja, also das ist genau eine der Ausprägungen unseres etwas rückständigen Bildungssystems. Ja, also in den MINT-Fächern findet eben relativ wenig statt. Wir haben da auch ein riesiges Gender-Problem. Das heißt also, im Vergleich zu anderen Ländern machen bei uns viel zu wenige weibliche Studenten und Schüler Ausbildungen in Richtung IT. Da gibt es viel zu wenig Förderungen. Auch im Lehrbereich, also wenn ich jetzt mal Lehrer anschaue, da gibt es im Prinzip nichts Vernünftiges, wo man als Lehrer jetzt auch in IT sich irgendwo spezialisieren kann. Also das ist alles sehr, sehr wenig ausgeprägt, mit dem Resultat, dass wir eben einen riesigen Mangel haben in Deutschland an entsprechend ausgebildeten IT-Fachkräften. Letztendlich habe ich dann gar keine Chance, als irgendwo hinzugehen, wo eben Fachkräfte in entsprechender Qualität zur Verfügung stehen. Ja, und dann hat man eben die Effekte der Globalisierung. Ich meine, ob heute meine Leute in Ludwigshafen oder in Mannheim im Homeoffice sitzen oder im Ausland, spielt dann keine große Rolle mehr, solange man die gleiche Sprache spricht. Und das ist in der IT eben Englisch. Und dann ist es relativ schnell klar, dass man eben seine Projekte dann mit Mitarbeitern aus dem Ausland auffüllt. Und da geht es tatsächlich gar nicht so sehr um den Kostenaspekt, sondern es geht wirklich mehr darum, dass man die Leute mit der Qualifikation hier nicht mehr findet. Und also insofern war für uns tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt, dass wir vor ein paar Jahren nach Rumänien gegangen sind und haben dort eben ein IT-Center aufgebaut, wo wir innerhalb von wenigen Jahren eine ganze Menge Leute beschäftigt haben, die uns eben helfen, diesen Ressourcenengpass zu überwinden. Also diese globalen Wertschöpfungsketten, die werden kommen. Und auch wenn jetzt heute alle hingehen und sagen, naja, die Corona-Krise hat uns gelehrt, wir müssen die Wertschöpfungsketten wieder aufbrechen und müssen wieder Wertschöpfung zurückholen nach England, nach Deutschland oder zumindest mal in die EU. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das nicht. Ich sehe es zumindest nicht auf Dauer. Man wird dann solche Krisen immer wieder vergessen und wenn jetzt nicht tatsächlich vom Staat im Sinne von K-Fallmanagement, also Krisenfallmanagement, da gewisse Auflagen gemacht werden, dann wird der Markt wieder in Richtung Globalisierung drängen. Weil warum soll der Verbraucher, das nehme ich mal das klassische Beispiel, warum soll der eine Mundschutzmaske kaufen für 4,50 €, wenn er sie eben für 25 Cent bekommen kann? Die Maske ist, sag mal, technisch identisch. Die eine kommt halt aus China, die andere kommt dann aus Deutschland. Und das kann ich dem Verbraucher nicht vermitteln. Das ist halt so. Und da kann auch ein Staat letztendlich nichts dran ändern, es sei denn, wir gehen eben wieder in protektionistische Zeiten zurück und machen es wie der Trump und versuchen uns durch irrwitzige Zölle abzuschotten. Aber das ist dann das Ende von Deutschland, weil wir sind Exportnation, das darf man nicht vergessen. Das Also stimmt. leben wir von der Globalisierung. Und deswegen glaube ich, das wird jetzt mal so ein Schock sein, eine Delle. Und man wird bei der einen oder anderen Wertschöpfungskette überlegen, wie man das macht und wie man sich vielleicht ein bisschen robuster aufstellt. Aber die Globalisierung, die wird weitergehen. Und die ist ja auch positiv für unseren Wohlstand und für unsere Sozialsysteme und für unseren Reichtum. Dann würde ich sagen, das war doch ein schönes Schlussstatement. Und ja, Uli, vielen Dank für deine Expertise, für deine Zeit und für deine Eindrücke vor allem als IT-Unternehmer. Ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich, sag mal, die eine oder andere Erkenntnis liefern kann, dann umso besser. Und gerne wieder, wenn es irgendein Thema gibt, bin da gerne Sehr gerne. bereit. Hat einfach sehr viel Spaß dran. Vielen, vielen Dank. So. Das war eine weitere Folge des IT- und Rechts-Podcasts, ein Podcast rund um die Themen IT, Recht und Wirtschaft. Vergessen Sie nicht, im Kleinen das Große zu sehen. Und ich sage Tschüss, Ciao, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.